So, moin, moin. Heute wird gekocht mit den Brés. Aber erstmal muss man natürlich sich das Essen verdienen, deswegen hier das Kapital. Herr Sergeant, ich habe zwei Fragen. Zum Ersten, was gibt es heute zu essen? Ich hoffe, Zwiebelfleisch oder sowas. Und die zweite Frage, kannst du mir mal dieses Business hier erklären oder hast du ein ernsthaftes Problem? Ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich bin gerade dabei, Breaking Bad zu rewatchen und das erinnert mich wirklich stark daran. Dieser Mann auch. Junge, Alter, ist das King Bushido? Ja, klar. Also mal zum Thema Inflation. So eine ganz normale Salami kostet ja mittlerweile 5,29. Das waren ja mal 2,99. Das wurde dann immer mehr. Das ist dein Statement. Greif lieber zu diesen Endstücken von Kaufland. Mettenden? 2,62. Na ja, gut. Für 1200 Kalorien ist ganz in Ordnung. Es geht um die Lust. So, das anschließende Mahl werden selbstverständlich nur feinste Zutaten erworben. 20% billigerer Seibt-Kamm. Schmeckt's? Mhm. Geil. Dieser Prozess, wie dieses Fleischprodukt in diesem Mann immer verschwindet, das ist so befriedigend. Ich wurde ja letztens mit Burger King beschissen und meine Chorizo auf dem Burger. Deswegen habe ich mir jetzt eine ganze Salami nach Chorizo auch bestellt. Mhm. Irgendwie bestellt, also nach oben. Ja. Mhm. Geil. Mhm. Mhm. So, wir sind ja beim Wiese hier, beim Kochen. Kannst du mir was erzählen über dieses Rezept? Das ist Fleisch und Zwiebeln. Das ist ziemlich einfach. Viel Fleisch. Andere Leute nennen es auch Gyros. Das ist kein Gyros. Es ist Gyros. Nein. Du würzt es mit Gyros gewürzen. Nein. Was ist das für eine Zutat? Zwiebel. Das sind auch die einzig beiden Zutaten. Fleisch und Zwiebel. Für wir kämpfen einfach. Das ist ganz normal. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wenn man Revierkämpfe in der Neustadt ausführt. Aus Prinzip nicht. Es ist unhöflich, vor mit anderen zu essen. So 3 Stunden werden jetzt zurückgehen. Perfektes Beispiel. Und du machst jetzt Nudeln oder diesen Reis und denkst dir, ja, ich habe Hunger, aber ich könnte jetzt auch noch 2 Minuten warten, dann würde es ja viel besser schmecken. Nur kenne ich nicht. Ich habe einen Reiskocher und mein Essen besteht. Hier, ja, wir trennen uns jetzt von dem Terrarium, weil es einfach keiner haben wollte. Jetzt im Nachhinein werden sich bestimmt wieder 100 Leute melden. Ja, ich hätte es genommen für das und das, aber egal. Ich sage schon, das geht nicht so ab. Ich mach's gleich. Statement? Wo kommt das jetzt hin? Das passt nicht ins Auto. Wo kommt denn das jetzt hin? Nicht ins Auto. Der nächste Besitzer wird sich freuen. Wer ist denn der nächste Besitzer? Sagst du mal. Wer ist denn der nächste Besitzer? Und damit ist dieses Kapitel auch abgeschlossen. Ich habe mich ja gegen ein neues Haustier entschieden. Ruhe in Frieden, Merlin. Ich denke oft an dich. Hab dich ja jeden Tag ein paar Mal gesehen. Ich hoffe, du bist jetzt an einem besseren Ort, aber ich bin mir ziemlich sicher. Den beiden geht's gut. Die reichen mir auch vollkommen aus. 2 Haustiere. Ja. Anders eingestellt als Babybett oder so. Kannst du noch mal kurz die Beweggründe hinter dieser Aktion erläutern? Ne, es ist einfach ein Geschenk. Ein Geschenk von einem Kumpel. Ein guten Freunden schenkt man ein Terrarium. Ohne dass sie es wissen. Oder brauchen. Natürlich wissen weiß er das. Natürlich kann er das. Gamel, ich wünsche übrigens viel Spaß mit dem neuen Terrarium. Vielen Dank, Gamel. Patrick Gamel Song. Hm.
Stück ab. Das Essen ist da, wir haben Gutscheine im Briefkasten gehabt. Es gibt eins für zwei. Kannst du mir bitte das Schnitzel schneiden? Ja, also ein Stück abschneiden. Habe ich jetzt. Nee, während des Film dann. Mit den beiden. Mit den beiden. Das ist wieder umständlich alles. Ja, ja, die Umstände sind aber schon begründet. Ja. Deswegen schneid mal bitte jetzt das Schnitzel. Ich bin auch ein Grund zu saufen. Ja. Ja, am besten, wo sich dann hier das Eigelb noch so verflüssigt, während du das aufschneidest. Das ist am besten. Ach, bin ja wütend. Man kann nicht normal essen, wie du sagst. Seht ihr endlich mal, was für Arbeit hinter den Kulissen drin steht? Ja, ich hab. Na, schalte dich mal mindestens schon der Wichser. Ich habe ja gestern den halben Topf Nudeln direkt wieder ausgekotzt. Deswegen gibt es jetzt hier ein anständiges Frühstück.